Andreas Becker vom Nordkurier fragt an Sie beide, sowohl in Hamburg und Bayern als auch jetzt in Mecklenburg-Vorpommern gibt es bei den Corona-Zahlen Unstimmigkeiten und Ungereimtheiten bei der Aufbereitung der Daten. Teilweise werden bestimmte Kriterien für die Aufstellung von Corona-Regeln gekippt. Trägt nicht gerade diese Gemengelage sehr stark zum Unmut in der Bevölkerung und den Protesten auf der Straße bei? Ich glaube, die Probleme sind gelöst. Das ist also mein Verständnis also der Situation in Hamburg. Ich habe mit Peter Tschentscher darüber gesprochen. Er konnte das also problemlos erläutern, dass es dort schlicht und ergreifend eine automatische also Softwarezuweisung gab, die nicht stimmig war. Das Problem ist gelöst, konnte sofort gelöst werden. Das war ein Versehen, aber das war, das muss man klar sagen, keine Absicht. Hier war nicht die Absicht dahinter, dass man quasi den Ungeimpften einen größeren Teil der Pandemie zuschiebt, als also belegt werden konnte. Also das war schlicht und ergreifend ein Fehler in dem System.